Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal etwas ganz anderes. Heute machen wir mal Geschichten vom Grill. Ja, hat nichts mit Essen zu tun, wir quatschen ein bisschen über unsere vergangenen Vlogs, grillen dabei lecker, machen, erzählen euch, was wir in Zukunft vorhaben und vielleicht gefällt euch das ja und schauen wir mal. Was ist denn auf dem Fleisch drauf? Nur Kräuter? Oder auch Käse? Nein, hier ist auf dem roten ist Paprikawürzung drauf mit Kräutern und Knoblauch. Hier ist Knoblauch, Gartenkräuter und so eine Kräutermarinade. Das Ganze hier, wie man sieht, ist etwas mehr versetzt. Oh, das ist so überhaupt gar nicht meins. So Holzfäller-Style. Das ist normales, klassisches Steak und das sind klassische Bratwürstchen, aber Geflügel. Und okay, das hier das sind eben cool. Die kleinen Schweinebratwürstchen. Schweinewürstchen. Aber es ist total überraschend, ne? Weil wenn man so kaufen geht in der Metzgerei, fast kein Geflügel mehr da. Da merkt man wirklich, die Leute, die sind richtig oder schon ziemlich weg von Schwein etc. und essen einfach viel Geflügel. Ich meine, ich war jetzt wirklich noch nie so der Schweinefleisch-Fan, auch nicht Rindfleisch. Ich esse eh nicht so viel halt an Fleisch. Auch viele vegetarische Varianten. Und Hähnchen und Pute. Und Fisch natürlich. Fisch ist richtig toll. Es riecht so gut, wenn ihr wenigstens riechen könntet. Gibt's noch nicht. Ja. Ich hoffe, ihr habt alle unsere Schwarzwald-Vlogs geguckt, schön brav und artig. Und ich hoffe, sie haben euch gefallen. Genau. Und jetzt im Oktober geht es dann wieder weiter. Es geht so zurück nochmal zum 4., aber auch vorerst letzten Mal ins Erzgebirge nochmal. Werden wir euch auch wieder mitholen. Ganz neue Sachen, die wir noch nicht gemacht haben. Natürlich darf eine Bahnfahrt nicht fehlen, aber... Ja. Trotz allem schauen wir mal, was wir da so erreichen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Schwarzwald-Vlog. Ich weiß, wir sind nicht ganz professionell und ich merke, wir müssen tierisch an unserem Hochdeutsch arbeiten. Zumindest müssen wir unser Moselfränkisch mal etwas zurückstellen. Ja gut, aber wir sind halt nun mal so. Das ist dann auch wieder die andere Sache. Ne? Ich glaube, manchen gefällt es oder manche finden es okay und andere regen sich halt drüber auf. Aber gut, wir kommen halt von hier. Ne? Wir kommen von hier und ist halt so. Ihr könnt ja auch, falls ihr Vorschläge habt oder so, also wie gesagt, wir fahren ins Erzgebirge. Geplant ist für dieses Jahr Seifen. Das ist eine, erzähl mal, ne? Du bist so hier der Megaprofi. Ja. Bergwerkstatt. Da gibt es einen Bergstollen, den man besichtigen kann, aber vor allen Dingen Handwerkskunst, erzgebirgige Handwerkskunst und all solche Dinge. Handwerkskunst. Und ja, schauen wir mal. Wollten wir auf jeden Fall hin. Dampflok, ja, haben so ein paar Ideen. Dampflok muss, wenn man im Erzgebirge ist. Die Schmalspurbahn, die ja regulär mit Dampf fährt, da alle Personenzüge, die regulär fahren, also ganz normaler Fahrplan, keine Sonderzüge sind dampfbespannt. Und das ist ein Muss, das muss immer. Das ist ein Mega-Highlight. Aber ihr könnt hier gucken, guckt die Vlogs von den letzten Jahren, dann seht ihr, was wir da schon alles erlebt haben. Dieses Jahr kommen definitiv neue Sachen dabei, damit es nicht zu eintönig wird. Ich hoffe, wir haben ein bisschen mehr Glück mit dem Wetter wie dieses Jahr im Schwarzwald. Der Tisch ist schon mal gedeckt, wie man jetzt gerade gehört hat. Essen ist noch nicht fertig. Braucht noch ein bisschen. Yum Yum Steaks. Nächstes Jahr fahren wir auf jeden Fall wieder in den Schwarzwald und auch noch woanders hin. Ich könnte jetzt tatsächlich sagen, es ist eine Überraschung, wartet einfach mal ab. Aber ganz ehrlich gesagt, wir wissen es noch nicht. Wir sind uns noch so ein bisschen uneinig. Also wir hatten erst Sylt auf dem Plan, aber die sind jetzt nicht so die mega hundefreundliche Insel. Und da wir ohne Amy einfach nirgendwo hinfahren oder hingehen, ist es dann rausgefallen. Und jetzt haben wir so ein paar Ideen innerhalb von Deutschland, Holland, Ausland. Holland, also Niederlande ist ja auch Ausland, aber
Wir werden sehen. Guck mal, wir wissen es halt noch nicht. Wir haben schon ein paar Ideen. Genau, es kommen definitiv neue Sachen. Aber ihr könnt auch andere Sachen von uns gucken. Wir machen nicht nur solche Sachen. Wir machen Höhenfeuerwerke, also Großfeuerwerke, die wir besuchen, aber auch selber machen. Wir machen Tagesausflüge hier auch bei uns in der Eifel. Wir machen so viele Sachen, Winter, Weihnacht, Super 8 Filme von früher, historische Sachen. Wir haben eigentlich, der Kanal ist eigentlich kunterbunt, oder? Ja, das ist alles möglich. Und deshalb ist bei uns besonders wichtig, guckt in die Playlists. Wir haben zu allen Themen Playlists. Das ist die, genau, die einfachste Sache ist, die Playlists aufzurufen. Ach, übrigens nicht, dass ihr glaubt, wir essen so viel. Wir haben oben noch Leute, Gäste sitzen. Das ist natürlich nicht alles für uns. Und jetzt? Die haben auch schon den Tisch gedeckt. Genau. Und jetzt kommt? Curry-Mango-Pute. Curry-Mango-Pute? Hatten wir so auch noch nicht. Ich bin gespannt. Eine Marinade, ne? Ja. Feierabend wie das duftet, kräftig, deftig, würzig, gut. Aus dem Grill. Mit Hand gewürzt und das schmeckt man auch. Das ist irgendwie eher nicht so toll. Guck mal, Pippi, zeig mal. Guck mal da. Unser Püppchen ist natürlich auch da. Hallo, ja, Amy. Ja, du riechst schon, wie lecker, ne? Ja. Heb's mal hoch, zeig mal. Komm mal her. Oh. Komm mal gucken. Guck mal hier. Komm mal her. Komm mal gucken. Oh, Pippi, was ist denn das? Riecht das gut? Quelli. Ist das lecker? Ämischen. So, wir legen auf. Oh, alles durch. Oh. Ja. Wir haben jetzt nicht alles aufgelegt, was wir eingekauft hatten. Das ist einfach zu viel. Hitze, es brennt noch, es ist schön weiß, die Glut ist heiß. Es ist heiß, weiß, die Glut ist heiß. Na. Ja, wir lassen es uns jetzt schmecken. Ja, ich weiß, viele werden sagen, da ist uns zu viel Röstaroma, ist ungesund, viel schwarz. Ich mag auch kein Röstaroma. Ich liebe es. Ich nicht.
Aber okay, ist Geschmackssache. Wir lassen uns das Ganze jetzt schmecken mit einem schönen leckeren Salat, einem schönen Glas Wein oder ein Bierchen. Und Bier. Ihr guckt weiter unsere Videos. Bis bald. Bis dann. Ciao.